Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Leider ist die Situation in unserem Land so, dass wir nicht nur eine Zweiklassen-, sondern sogar eine Dreiklassenmedizin haben. Und es muss die zentrale Herausforderung sein, für einen Gesundheitsminister mit dieser Situation Schluss zu machen, meine Damen und Herren. Über längere Wartezeiten in den Zimmern, wo Kassenpatienten sitzen, wurde in den Medien schon viel berichtet. Getan hat sich wenig. Aber genauso schwerwiegend oder noch schwerwiegender ist die Abwanderung von niedergelassenen Ärzten in Regionen, in denen viele Privatpatienten leben. Ich kann das am Beispiel meiner Heimatstadt Berlin sehen, wo deutlich mehr Fachärzte von Ost- nach West-Berlin abwandern. In Zehlendorf gibt es einfach mehr Privatpatienten als in Lichtenberg, und darum entsteht eine ungleiche Verteilung. Es gibt eine Lösung dagegen. Die Lösung heißt solidarische Bürgerversicherung, die Schluss macht mit der Aufteilung der Patienten in gesetzlich und privatversicherte. Das ist kein Gespenst, sondern es ist eine sehr vernünftige Forderung. Und mit dieser Forderung ist ja die SPD auch in die Koalitionsverhandlungen gegangen. Schade, leider hat sie das nicht durchgesetzt. Sie ist nach wenigen Stunden eingeknickt. Sie müssen diese Forderung wieder aufnehmen und umsetzen. Uns haben Sie dabei an Ihrer Seite, meine Damen und Herren. Ein großes Thema, und in dieser Woche gab es ja auch einen parlamentarischen Abend hier dazu, ist die Situation von schwangeren Frauen und die Frage, wo finden sie eine Hebamme? In meine Sprechstunde kam eine schwangere Frau, die in einem Bereich, in einem Bezirk von 300.000 Einwohnern keine Hebamme finden konnte. Gleichzeitig schließen in jedem Jahr mehr Kliniken ihre Geburtsstationen. 2016 gab es mit 690 Entbindungsstationen ein Fünftel weniger in Deutschland als 10 Jahre zuvor. Und diese Entwicklung spüren Frauen besonders schmerzlich, wenn überfüllte Kliniken sie kurz vor der Geburt abweisen. Man kann sich solche Situationen und man will sie sich eigentlich gar nicht vorstellen. Laut einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe passierte das im zweiten Halbjahr 2017 in einem Drittel der 200 befragten Krankenhäuser. Als wichtigste Ursache wurde ein Mangel an Hebammen, an Kreißsälen sowie an Betten für Frühchen genannt. Das sind doch unhaltbare Zustände, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag versprechen Sie wohnortnahe Geburtshilfe. Wann können schwangere Frauen mit der Erfüllung dieses Versprechens rechnen? Und für die Männer mal zur Information, eine Schwangerschaft ist irgendwann zu Ende. Die lässt sich nicht ewig ausdehnen. Zur dritten Klasse, auf die ich eingangs hingewiesen habe, gehören Menschen, die gar keine Krankenversicherung haben. Nach Deutschland kommen Menschen im Rahmen der Freizügigkeit aus der ganzen EU. Wir haben das alle begrüßt. Aber diese Menschen sind häufig nicht krankenversichert. Sie bekommen in Krankenhäusern eine Notbehandlung, und das war es dann auch. Und ich finde, wenn hier über Europa große Worte verloren werden, dann müssen wir uns den ganz irdischen Dingen zuwenden. Jeder Mensch, der in der Europäischen Union lebt, muss eine ärztliche Behandlung bekommen, wenn er sie braucht. Und deshalb brauchen wir innerhalb der EU eine europäische Krankenversicherung, meine Damen und Herren. Die Krankenhäuser in unserem Land haben nicht nur zu wenig Personal, sie haben auch mit einem Investitionsstau zu kämpfen. Teilweise werden aus Not Personalmittel genutzt, um dringende Reparaturen zu tätigen. Nun wissen wir alle, dass für die Investitionen die Länder zuständig sind, aber trotzdem sollte der Bund den Ländern helfen, den Investitionsstau in den Krankenhäusern aufzulösen. Mit einer jährlichen Finanzhilfe, so wie das Die Linke auch in den vergangenen Jahren beantragt hat, von 2,5 Milliarden Euro aus Bundesmitteln, kann der heute bestehende Investitionsbedarf bei den Krankenhäusern in den kommenden Jahren zumindest abgebaut werden. Und das ist finanzierbar, wenn wir nicht an der roten Null festhalten und wenn wir Vermögen in unserem Land endlich gerecht besteuern. Meine Damen und Herren, im Gesundheitssystem ist viel Geld, 11,3% des Bruttoinlandsproduktes. Und darum müssen wir dafür sorgen, dass dieses Geld auch wirklich bei den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ankommt und vor allen Dingen bei den Patientinnen und Patienten. Wir können nicht länger hinnehmen, dass Gesundheit ein Megageschäft für Pharmaindustrie und Krankenhauskonzerne ist. Und dafür, denke ich, trägt der Gesundheitsminister Verantwortung. Wir werden das im Auge behalten und dafür sorgen, dass dieses Geld gerecht verteilt wird und wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht auf privaten Konten. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die